Hallo, ich bin Leon Yamar und ich zeige euch heute, wie ihr das Neil Pride Combat vernünftig aufbaut. Schaut am besten erstmal, dass ihr eine schöne Fläche habt, am besten Gras, keine Steine oder scharfen Objekte, kein Asphalt am besten. Wir rollen das Segel aus. Nehmen den Neil Pride Mast. Am besten bauen wir das Segel immer mit Neil Pride Masten auf, weil die Segel dafür konstruiert werden, dass sie auch wirklich mit dem richtigen Mast gefahren werden. Wir stecken den zweiteiligen Mast zusammen, überprüfen, dass er auch wirklich zusammen ist und nicht wieder ein bisschen herausrutscht und schieben den Mast in das Segel rein. Wenn es nicht weitergeht, greifen wir einmal um. Und schieben den Mast bis zum Ende rein. Dann nehmen wir die Verlängerung. Wir haben hier die ganzen Maßangaben. Die Mastlänge, welchen Mast wir brauchen, welche Baselänge, das heißt auf wie viel Zentimeter wir die Verlängerung einstellen müssen. Die Boom, also Gabellänge und Luff, was die gesamte Vorliegslänge angibt. Base, also Verlängerungsangabe, haben wir hier einmal 16 cm. Das heißt, wir stellen die Verlängerung auf 16 cm. Ja, und am einfachsten ist, wenn man sich einmal hinsetzt, die Leine in Ruhe einfädelt, von außen nach innen. Es gibt sogar kleine Markierungen an der Verlängerung 1, 2. Zuerst Rolle 1, dann Rolle 2. Etwas Spannung geben. Dann überprüfen wir am besten einmal, ob der Mast auch wirklich zusammensitzt. Dafür haben wir hier eine kleine Markierung am Segel, Mast Joint. Und da können wir mit dem Daumen einmal fühlen, ob der Mast wirklich zusammen ist. Falls man hier fühlt, dass der Mast nicht ganz zusammen ist, müssen wir einmal nochmal den Mast rausnehmen und wirklich komplett zusammenschieben. Und dann überprüfen wir einmal, ob der Mast hier oben auch wirklich im Propfen drin sitzt. Am besten mit dem Finger einmal reingehen, kurz fühlen. Okay, der Mast sitzt im Propfen drin. Falls das nicht der Fall ist, kann der Mast auf dem Wasser rausrutschen. Und es ist ziemlich ärgerlich, weil man dann nochmal neu aufbauen muss. Okay, jetzt können wir das Vorderleak durchsetzen. Falls man hier zu viel Kraft benötigt, kann man auch ein Trapez zur Hilfe nehmen. Einmal festhaken und das Ende der Leine kann man einfach in dieser Tasche hier verstauen und auf dem Wasser wird sich nichts lösen. Dann kommt die Gabel, da können wir ebenfalls einfach gucken, was die Boom-Angabe sagt. In diesem Fall sind es 24 cm. Wir befestigen die Gabel zunächst hier vorne, schauen, dass man beim Zudrücken nicht zu viel Kraft aufwenden muss. Es muss schon etwas Gegendruck da sein, aber eben nicht extrem viel, sodass sich es relativ einfach verschließen lässt. Und hier hinten brauchen wir nur einmal das Seil durchzuführen. Und je nachdem, wie kraftvoll wir das Segel trimmen wollen, festmachen. Wenn das Segel fertig aufgebaut ist, sollte man immer noch überprüfen, ob die Segellattenspannung auch wirklich korrekt ist. Das heißt, ob hier noch Falten im Segel drin sind. Falls ja, können wir hier einfach diesen Spanner öffnen und entweder, falls zu viel Spannung da ist, die Latte etwas verkürzen oder eben durch Rausdrehen der Schraube etwas verlängern und einfach wieder zuklappen. Zu viel Lattenspannung ist nicht unbedingt ideal. Lieber etwas zu wenig. Am besten genau so viel, dass keine Falten mehr im Segel sind. Um den richtigen Trim für das Segel zu finden, ist die Vorliegsspannung am allerwichtigsten. Dafür haben wir das neue Visual Trim System. Das heißt, wir können im Segeltop überprüfen, wie viel Loose Leech im Segel drin ist, beziehungsweise wie stark das Vorderleak durchgesetzt ist. Dafür haben wir Angaben mit Punkten Minimum, Maximum. Und idealerweise sollten wir genau dazwischen liegen, haben die richtige Vorliegsspannung dementsprechend gewählt. Was die Achterleak-Spannung angeht, schauen wir einfach, dass wir die richtige Gabellänge wählen und dann so weit spannen, dass man das Segel hinten mit etwas Kraft noch an die Gabel gedrückt bekommt, so dass sich das Segel eben schön füllt, wenn eine Böe reinkommt. Soll aber nicht zu stramm sein, also nicht so, dass man wirklich extrem doll drücken muss, um die Gabel zu berühren, und es soll auch nicht zu lasch sein, dass es sofort in der Gabel drin liegt. Also mit etwas Gegendruck, wenn man hier hinten die Gabel berühren kann, haben wir einen ziemlich guten mittleren Trim gewählt. Was die Höhe der Gabel angeht,
würde ich immer mit etwa einer Brust- bis Schulterhohen Einstellung starten. Das heißt, ja, die Gabel ist etwa Brust- bis Schulterhoch. Das ist eigentlich so der normale Trim. Bei wenig Wind, um dem ganzen Rig etwas mehr Auftrieb zu beschaffen, beziehungsweise dass das Rig das Brett nicht so sehr ins Wasser drückt, können wir die Gabel auch noch ein paar Zentimeter höher schieben. Und man wird eben bei wenig Wind etwas früher ins Gleiten kommen und ein etwas leichteres Fahrgefühl haben. Hier haben wir einmal alle Neil Pride Wave Segel aufgebaut, das Fusion, Atlas, Combat und Fly. Das Fusion ist eigentlich eher ein Freeride-Segel, eignet sich aber auch super in der Welle für Bump-and-Jump-Bedingungen. Mit 5 Latten, sehr fester Druckpunkt, sehr leistungsstark und ja, gleitet super an und ist einfach ein sehr gutes Segel in gemäßigten Wave-Bedingungen. Dann haben wir das Atlas, was sehr kraftvoll ist, ebenfalls 5 Latten. Sehr fester Druckpunkt, vor allem gut in etwas gemäßigteren Bedingungen, wenn es ein bisschen onshore ist. Oder auch wenn der Wind ein bisschen schwächer ist, hat es eben sehr viel Vortrieb und gibt viel Sicherheit beim Fahren. Das ist das Segel auch für schwere Fahrer, weil es einfach ein bisschen fester in der Hand liegt und einen etwas festeren Schub gibt. Das Combat ist das Allround-Segel von Neil Pride. Für leichte wie auch schwere Fahrer in allen Bedingungen, von Side-Offshore bis Side-Shore oder auch in Onshore-Bedingungen. Es funktioniert überall, ist extrem leicht, hat einen festen Druckpunkt, super Handling auf der Welle und auch bei Sprüngen ein super Handling. Und ist im Grunde das Segel, was die meisten Teamfahrer während des World Cups benutzen oder auch auf ihren Reisen um die Welt fast immer fahren. Dann unser neues Fly, druckpunktstabiler als im Vorjahr, super leichtes 3-Latten-Wave-Segel, vor allem für Down-the-Line-Bedingungen oder auch leichtere Fahrer. Es ist einfach das Segel, was unsere Teamfahrer bevorzugen in guten Wave-Bedingungen, wenn es vor allem ums Abreiten geht. Alle Segel können in der HD oder auch in der Clear-Version bestellt werden, abgesehen vom Fly. Das kommt immer in der HD-Version. In der HD-Version haben wir X-Ply statt Monofilm, dadurch werden die Segel etwas stabiler und langlebiger. Man kann aber etwas schlechter durchs Segel durchgucken beim Wellenabreiten. Das Fusion, das Atlas und Combat kann man entweder in Clear oder in HD bestellen. Beim Aufbauen der Wave-Segel müssen wir ein bisschen darauf achten, dass die 5-Latten-Segel, also das Fusion und das Atlas, etwas mehr Vorlegspannung brauchen als das Fly und das Combat. Das können wir aber sehr gut mit dem Visual Trim System überprüfen, ob wir die richtige Vorlegspannung haben.